Yay! Der hat einen Keller? Ja. Kellerkönt! Kellerkind, Kellerkind. Mit einer Geheimtür. Oh nein. Geheime Spinnen. Geheimnisse. Hab ich Angst. Du hast keine Angst Komm, haben. Giesel. Ich hab nicht. Giesel, ist Kampfzeit. Oh. Rote Stalagmiten. Die sind rot. Rot ist eine bedrohliche Farbe. Oh nein. Rudi, blutrot. Wow, Kurok! Wo ist das Skelett hin? Das kommt wahrscheinlich nicht mit. Wieso sind eigentlich meine Beschwörungen momentan ziemlich im Stich lassen? Oh, Truhe. Ich werde im Stich gelassen. Aber ich werde im Stich gelassen. Bitte Ah, bleib bei. Rüstungspunkte und Schild. Sieh mal an, wer da angerannt kommt. Mann, gerannt, ist gut. Okay. Hat sich nicht angerannt? War schön, dich gekannt zu haben, Skelett. Auf Vorm Schiff immer Drachen. Wiedersehen. Vorm Schiff Drachen. Ich denke, man soll das Skelett beschwören, wenn man in der Nähe der Gegner ist. Auf jeden Fall Sachen zu verkaufen, hier. Uns fehlt immer noch ein Buch. Das sind ein der anderen Häuser. Noch mehr Häuser. Leider. Häuser, Häuser, Häuser. Häuser, Häuser, Häuser. Ich habe jetzt gerade so richtig Appetit, ey. Da musst du unterdrücken. Ja, ich weiß, aber jetzt kommt es aber aus dem Mund. Furchtbar. Das ist ein Haus. Was so Schmiede sagen, die wir gefunden haben, verkaufen. Na, ich gehe schon mal ins Haus einbrechen und frage: Ey, hast du Buch? Chicken braucht Buch. Steht aus noch nicht Elio, du Gold. siehst so aus, als wärst du literaturfreundlich. Hey, habt ihr zu Hause Säcke vor der Türen? Macht die Tür zu. Ah, ihr interessiert euch für Bücher, oder? Um ehrlich zu sein, hier habe ich eins, das mir Ardun geliehen hat. Richtet ihm meinen Dank aus. Ich habe Säcke vor der Tür, okay? Kartoffelsäcke? Interessante Ausdrucksweise. So altdeutsche Ausdrucksweise. Erst auf Säcke vor der Haustür. Pferdchen! Also ein bisschen Hook drauf, dass man die Tür aus wie nicht zumachen kann, Säcke davor hat. Warum sollte ich die Tür zumachen? Warum hat er keine Pressure Plate in seiner Wohnung? Weil kein Redstone gesammelt hat. Dafür braucht man kein Redstone. Ach, stimmt, ja. Klatsch das einfach vor die Türe und fertig. Weil keine Axt hat, um Bäume zu fällen. Weiß nicht, dass es auch mit ohne geht. Man kann auch aus Stein oder Eisen oder Gold eine Pressure Plate machen. Das Gemälde von Stonebridge. Ein Gemälde hat er. Wie süß. Wie süß. Hell, wenn man Stonebridge finden kann. Hier ist noch ein Turm. Ah, Stallungen. Ein Turm. Und Geh den sich Turm Esel holen, kaufen Chicken. kann. Turm. Turm. Bogenschütze der Legion. Tut mir leid, dieser Bereich ist Zivilisten untersagt. Lasst mich auf meiner Wache in Frieden. Das ist eine sehr interessante Stimme. Hab ich auch gedacht. Hast du noch obere Geräte oder so, würde ich sagen, fragen. Noch die Wache vor der Türe. Der Schnee gaukelt meinen Augen schon was vor, aber ich schwöre, ich habe heute hier etwas rumgeistern sehen. Wenn ich in eurer Haut stecke, ging ich zur Taverne und schlürfe Met, bis der Sturm sich legt.
Metzauferei. Mhm. Nee, wär's mit Wasser? Na, mein Glas ist leer, sorry. Da ist eine andere Wache. Junge! NPC! Ihr habt euch eine ungünstige Woche zum Reisen nach Norden ausgesucht. Die Straße ist noch wenigstens ein paar Monate unpassierbar. Der Statthalter hat die Patrouille der Legion für die Zeit dieser Angriffe aus den Höhlen abgezogen. Wahrscheinlich tanzen die Trogs da unten auf den Tischen, während wir nicht nach dem Rechten sehen. Wenn ihr jetzt gehen müsst, dann benötigt ihr alles Glück, das ich euch wünschen kann. Azunai, Segen sei mit euch, Fremder. Mein Freund. Ich bin auch ein Fremder. Wenn ich ein Fremder wäre, hätte ich gerne Azuras Segen. Hm. Mond und Stern. So reicht denn Nashirgoras Segen nicht? Den will ich nicht mehr haben. Der geht mir seit Shearing als LP auf die Nerven. Tja, Geldzurückgabegarantie gibt es nicht, schick bei Shiogorat. Hm. Nur, es geht nur mit Käse. Käse? Aber was ist, wenn jemand keinen Käse mag? Dann... du magst doch Käse. Du liebst doch Käse und ich muss jetzt alle drei Bücher vorlesen. Hm. Alle drei Bücher. Rappi, hältst du noch so lange aus? Was? Ich glaube, das ist ein Nein. Wie lange sind wir eigentlich schon beschäftigt? Tschüss, Käse. Ich bin ein Zauberer! Rappi, ich bin ein Zauberer! Darf ich jetzt auch noch Hogwarts? Ja, keine Ahnung. Ich bin ein Tierork. Toll. Okay, noch bald eins, das ist nicht so lange. Ich muss meine Decke weg. Tschüss. Im 5. Jahrhundert... erstmal Überschrift vorlesen. Fedwire Speak, Band 1. Im 5. Jahrhundert vor dem Eintreffen der Händler aus dem Reich und der 10. Legion... fertigten die berühmtesten agalanischen Kartografen Fedwire und Klaas die ersten Aufzeichnungen der Wunder an, die eines Tages in ihrer Gesamtheit Fedwires Weg genannt werden würde. Sie nannten das Labyrinth, natürlich Höhlen, eine enge, stinkende und ganz und gar unappetitliche Reihe von Löchern und bezeichnete sie in ihren Aufzeichnungen als den einzigen Weg zur Überquerung der grünen Berge. Fedwires Weg windet sich durch viele Meilen mineralhaltigen Gesteins in der Gegend, in der die Frostspitze auf die grünen Berge trifft. Einige der offenen Felsspalten sind kaum breiter als ein Mensch. Doch andererseits sind auch Höhlen zu finden, die so breit sind, dass ein Wurf-Drachenjunge die Flügel darin ausstrecken kann. Die Kundschafter markierten ihren Weg mit leuchtenden Steinen, die sich selbst geschlagen hatten. Sie hinterließen ein Vermächtnis, das später die Händler des Reiches und die 10. Legion geradewegs in das Herz führen würde. Bis zum heutigen Tag bilden die mineralienreichen Funkelhöhlen, die unsicheren Berghöhlen und der phosphoresizierende unterirdische Fluss den wichtigsten Weg zwischen Frostspitze und den grünen Bergen. Bei Aufschlussgrabungen im 8. Jahrhundert wurde Eisenerz gefunden, sodass sich die Händler des Reiches noch stärker um Droghandelslizenzen in der Region bemühten. Später förderten die Entdeckungen von Gold und Kohle die Erweiterung des frühen Königreichs. Erstes Add-on, yay! Während solide Minenschächte das unbrechbare Innere der Frostspitze durchzogen und so absicherten. Abschichten kann man bestimmt auch. Band 2 ist schon mal ein klein wenig länger als Band 1. Ja.
Sicher gibt es viele Naturwunder auf Wildfires Weg, aber die Bewohner des Königreichs schufen auch einige Wunder von Menschenhand, als sie die Zustände in der Funkelhöhlenmine verbesserten. Das größte davon war sicherlich die gewaltige magische Grabmaschine, die ursprünglich durch die ersten Magier des Königreichs erschaffen wurde, um die unterirdischen Aushebungen während der Errichtung von Burg Eb zu erleichtern. Windengetriebene Grubenkörbe und Förderbänder bewegten Minenarbeiter und Materialien mit unglaublicher Geschwindigkeit zwischen verschiedenen Ebenen. Vom Gletschertal führten Kanäle Schnee und Eisschmelze als frisches Trinkwasser direkt zu den Bergleuten und dienten zugleich als Waschrinne zum Trennen von Gold und Schlamm. Im Jahre 943 ereignete sich dann die Tragödie der großen Explosion. Ja. Sorry, das war ich. Ja. In meinem Sprengzauber. Eine Konzentration gefährlicher Dämpfe entzündet sich und führte so zu einer Verkettung von Explosionen, die die wertvollsten Adern unter unzähligen Schachtruten von Gestein vergruben und die Grabmaschinen zerstörten. Seither wird das Bergwerk durch magisch betriebene Luftschrauben bewettert. In vielerlei Hinsicht mussten die Grubenarbeiter in der Funkelhöhle nach der großen Explosion das Minenhandwerk neu erfinden. Diejenigen, die auf der Suche nach Reichtum zur größten Quelle des Wohlstands des ganzen Königreichs kamen, waren häufig von der Kargheit der Arbeitslager überrascht. Außer dem Nötigsten, einer Esse, einem Maultiermarkt und der Taverne zum hustenden Jakob, gab es fast keine dauerhaften Strukturen. Ja, Jakob ist krank. Ja. Bruder Jakob hat sich erkältet. Kein Wunder, dass er im Bett liegt und schläft. Trotz, dass die Glocken läuten. Oder trotz, dass der Krankenwagen gerade mit seiner Sirene angefahren kommt. Du brauchst... Jakob geht es gut. Der schläft nur. Keine Sorge. Er hustet zwar, aber er hat nicht Corona. Oh nein, nicht auch hier. Seit jener Zeit hat sich wenig an dieser geschlossenen Gemeinschaft harter Bergleute, Minenarbeiter und verschrobener Charakter geändert, solange noch Gold in den Adern der Berge funkelt und die Steuereintreiber des Königs den Leuten hier genug übrig lassen, um ausreichend Bier zu erwerben. Bleiben sie alle zufriedene Untertanen des Reichs von Eb. Und dann kommt die Revolution. In Band 3. Das kann ich mein Inventar checken. Das ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen länger als Band 2. Es wird immer länger. Ja. Gut, dass es kein viertes Band gibt. Ein Höhlensystem, das ursprünglich von den argalanischen Entdeckern Fettweier und Klaas entdeckt wurde und sich von den frostigen Höhlen nördlich von Gletschertal bis zum großen dunklen Wald am Fuße der grünen Berge erstreckt und an einigen Orten in der arktischen Wildnis an die Oberfläche stößt. Reisende können sich entlang der Route an den verschiedensten unterirdischen Wasserfällen, Kristallformationen und Geysire in einer solchen Größe erfreuen, wie sie an keinem anderen Ort in Arana zu finden sind. Ich möchte mich auch gern dran freuen. Das klingt nach einem schönen Anblick. Ist auch. Die größten Herausforderungen an die Reisenden auf dieser Route sind nicht der lose, schlüpfende Tritt oder die engen Gänge, sondern die Vielzahl von Geschöpfen, die diese Höhlen ihr Zuhause nennen. Zu diesen zählen die Trogs, die ihr Territorium grimmig verteidigen und früher die unterirdischen Gänge parallel zu Fettweyers Weg beherrschten.
Einige Kampagnen der 10. Legion hatten die Aufgabe, die Bedrohung durch die Trucks ein Ende zu setzen und einen sicheren Handelsweg durch die Berghöhlen zu etablieren. Durch diese Kampagnen konnten die Trucks zwar nie ganz beseitigt werden, doch führten sie zu einer Zunahme einer Vielzahl anderer Geschöpfe, die ein eher zurückgezogeneres Leben führen. Die überlebenden Trucks sind bedeutend weniger aggressiv, stellen jedoch immer noch eine erhebliche Gefahr dar, wenn sie in Gruppen von mehr als zwei Individuen angetroffen werden. Individuen, welch hochnäsiges Wort. Zur Wahrung der Sicherheit der Höhlen bedarf es regelmäßiger Legionspatrouillen, die von Gletschertal aus abkommandiert werden. Lass mich raten, die gab es schon lange nicht mehr, die Patrouillen. Was sich die Legion allerdings nur in Zeiten des Friedens leisten kann, sag ich ja. Wenn in Zeiten des Krieges keine Patrouillen ausgesandt werden können, kehren andere einheimische Geschöpfe in die Gänge zurück. Zu diesen gehören die übermütigen Springer und Kristallgeschöpfe der unterschiedlichsten Farben, Formen und Größen. So wie gerade jetzt Kriege mit den Kugeln ist, mussten ja die ganzen Patrouillen da rausziehen. Beziehen. So, wer möchte die Bücher haben? Du? Zwar nur die Dame. Oh, vielen Dank, mein Freund. Ihr habt nicht nur meine Lebensgrundlage gerettet, sondern wahrscheinlich auch mein Leben. Nehmt dieses Gold und meinen Dank für eure Hilfe. Rappi hat das Gold geklaut. Was ich mir eigentlich durchs Vorlesen verdient habe. Da. Da, ich sag's. Friss! Friss! Friss Sprengstoff! Friss Sprengstoff! Aber schmeckt doch nicht. Komm zurück, du Feigling! Komm zurück, Kiesel, du Feigling! Auf. Komm zurück! Ich mach das fertig! Ich bin doch Sachen unterwegs, Zaubern, Gold, ging so Würfel, die so. Fertig! So, okay, jetzt haben wir als Erledigten gleich schon. Wie lange? Werden 3 Stunden 44 Minuten. Passt doch. Ja, das ist einiges. Ich gehe in die Taverne, chill mich ans Feuer und beende dort die Session. Als ich die Taverne wiederfinde. Beim Kuchenbeet, schön abhängen, chillen, grillen. Und wenn Zimmer frei wird, beziehen wir es für die Nacht. Ja, und wenn nicht, meuchle ich ein paar Leute. Ich bin kein böses Mädchen, ich tue nur manchmal böse Dinge. Kiesel, mach die Tür zu, es ist kalt. Heißt du Kiesel? Meinst du der ganze Pfötchen da zu machen? Erstmal ein Stück Fleisch. Anscheinend heißt das schon Käse. Erstmal ein Stück Fleisch und beim Hof Feuer grillen. Aber unsere Grillparty ist doch noch gar nicht. Wir sind noch nie mit Dungeon Siege fertig. Es soll ja nicht schimmeln. Ach, wenn man das auf Eis legt, dann schimmelt das nicht so schnell. Na gut. Das ist ein Dave. Gleich, also, nächsten Session müssen wir eh in die Kristalle so Eishöhlen. Ja. Da kannst du ganz viel Eis herbekommen, um schön Tiefkühltruhe und so einen Kack. Ja. Tiefkühltruhe. Bis dahin musst du draußen hin und wieder Schnee sammeln und da dein Fleisch zu durchfrieren, damit es länger haltbar bleibt oder so. Mhm. Naja. Okay. Aber ob wir herausfinden, ob Rappis Fleisch bis zur nächsten Session so lange haltbar wird, sein wird, sind wir dann beim nächsten Mal. Eine kleine Freienacht. Ja. Wenn wir zu diesen Eishöhlen gehen, wo die Tavernenfrau Julina gesagt hat, dass da der Magier Merrick eingefroren festgehalten wird. Der Typ. Ja. Auf dem Bild. Schon. Muss mal schauen, was so Mitte auf sich hier hat. Ja, und der Statthalter will uns hier nicht haben, deswegen sollen wir jetzt den ganzen Weg nach Festung Kroff laufen. Das wird ein langer Marsch. Sehr, sehr langer Marsch. Ja, aber den besteigen wir jetzt in der nächsten Session. Also
Bis dann, ciao. Tschüss.